Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier mit Ihnen das Interview führen zu dürfen. Und wir befinden uns hier in einem Unternehmer-Podcast bzw. einem Fitness- und Gesundheits-Podcast. Von daher werden wir uns heute auf jeden Fall auch sehr tiefgründig damit beschäftigen, weil das ist ja auch Ihr sehr, sehr großes Hobby. Fürs Erste würden wir Sie vielleicht mal bitten, wenn Sie sich in einem Kreis aufhalten würden, wo Sie vielleicht keiner kennt, überraschungsweise, wie würden Sie sich denn in ein, zwei Sätzen vielleicht selber in diesem Kreis vorstellen? Ja, ich schreibe Bücher, die in über 30 Sprachen übersetzt werden auf der Welt, über Kapitalismus, über Erfolg, über Reichtum und bin von meiner ursprünglichen Ausbildung her Historiker, habe aber auch 15 Jahre lang ein Unternehmen geführt, das ich selbst gegründet habe. Sehr gut, ja. Wenn man Sie jetzt natürlich mehr verfolgt auf Social Media oder generell in Ihren Büchern, Sie haben es gerade schon selbst gesagt, dann beschäftigen Sie sich mit Erfolg. Und wir wollen natürlich heute auch mal ein bisschen herausfinden, sind Sie der Meinung, dass Fitness und Gesundheit sehr stark mit Erfolg korreliert? Wie ist da Ihre Einstellung dazu? Sagen wir mal, nicht unbedingt, ja, weil ich kenne auch eine ganze Reihe Menschen, die erfolgreich sind im Leben und die absolut unsportlich sind und die gibt es auch. Für mich wäre das jetzt nicht so ein erstrebenswertes Leben, weil was nützt, wenn du in einem Bereich erfolgreich bist, zum Beispiel hast dann viel Geld, ja, aber andere wichtige Bereiche, zum Beispiel Gesundheit oder Fitness oder dein Äußeres, da bist du halt dann irgendwo durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Ich habe so das Bestreben, in den Dingen, die mir wichtig sind, überdurchschnittlich zu sein. Und mich würde es jetzt nicht befriedigen, wenn ich in einem Bereich weit überdurchschnittlich bin, zum Beispiel was mein Vermögen anlangt, und im anderen Bereich weit unterdurchschnittlich bin, zum Beispiel durch einen dicken Bauch. Ja. Was sind denn so die, Sie haben von Bereichen gesprochen, also einmal Vermögen, einmal Gesundheit haben Sie aufgezählt. Was sind vielleicht noch so die Bereiche, die für Sie entscheidend sind für Erfolg? Ja, also für mich ist wichtig Wissen. Ja, dass, also ich finde jeden Tag gut, wenn man morgens aufwacht und sagt am Abend, ich bin schlauer, als ich morgens früh war. Das ist wichtig, sehr wichtig sind für mich überhaupt Ziele, egal in welchem Lebensbereich man sie setzt. Also für mich ist ein Leben ohne Ziele und großen Ziele wäre sinnlos, weil es gar keine Richtung hat und gar keinen Sinn auch irgendwie damit. Ja, das ist für jeden anders, aber für mich sind Ziele sehr wichtig und die kann man sich in unterschiedlichen Bereichen setzen. Ja, also ich habe ja in vielen Bereichen versucht, immer irgendwo, sagen wir mal, überdurchschnittlich zu sein. Jetzt im wissenschaftlichen Bereich, wo ich auch nicht einen Doktortitel, sondern zwei Doktortitel gemacht habe als Autor, wo es mir jetzt nicht langt, ein, zwei Bücher zu schreiben. Ich habe jetzt 29 Bücher geschrieben und weiß nicht, ob man es sieht von hier aus, sonst da im Hintergrund, das sind alles jetzt nur Übersetzungen in andere Sprachen, die erschienen sind, also weltweit, wo mir dann auch der weltweite Erfolg wichtig ist, ja, und so sind es unterschiedliche Bereiche. Ja. Okay, also Sie haben jetzt Gesundheit aufgezählt, Wissen, Vermögen. Was sind noch Bereiche? Gibt es vielleicht auch was in die Richtung Beziehung? Ja, sagen wir, das Wichtigste ist für mich Freiheit als Überschrift. Ja. Also frei sein, das kann ja sehr unterschiedlich heißen. Für mich heißt frei sein erstmal, dass ich nicht aus finanziellen Gründen gezwungen bin zu arbeiten, schon gar nicht irgendwas zu arbeiten, was mir keine Freude macht, sondern dass ich allein entscheiden kann, ob ich überhaupt arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite. Ja, das haben ja nicht viele Menschen, diese Situation. Das ist aber meine Situation, die ich auch angestrebt habe, dass ich nicht gezwungen bin, irgendeine Art von Arbeit zu machen. Also Freiheit ist sehr wichtig, Freiheit aber auch im Denken. Das heißt, dass ich mir erlaube, auch Meinungen zu vertreten, die jetzt nicht in Übereinstimmung sind mit dem, was vielleicht eine Mehrheitsmeinung ist oder auch nicht unbedingt immer in Übereinstimmung mit dem, was andere Menschen in der Gruppe, in der ich mich bewege, sonst als Meinung vertreten. Also diese geistige Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, das sind für mich schon wichtige Dinge, aber auch Freiheit in meinem privaten
Lebensführung, also dass ich jetzt kein Leben führen muss, das an irgendwelche Normen, die andere gesetzt haben, angepasst sind, sondern dass ich mein Leben so führen kann, allein, wie ich es mir wünsche. Würden Sie dann auch sagen, dass um diese Freiheit zu wahren, dann eben auch eine gute Gesundheit und eine Fitness dementsprechend auch vonnöten ist? Ja, wobei bei mir ist jetzt so, ich bin jetzt eigentlich, ich glaube, ich lebe ziemlich gesund, aber ich bin jetzt auch kein Gesundheitsfanatiker. Ich glaube auch, dass viele Gesundheitsfanatiker letztlich dann vielleicht auch wieder so ungesund sind, weil wenn du dich den ganzen Tag mit Gesundheit befasst, geistig, ist es bei vielen Menschen eher so, dass du dich eigentlich den ganzen Tag mit Krankheit beschäftigst, ja, weil du hast irgendwo Angst, das macht mich krank oder das macht mich krank, deswegen muss ich das tun oder darf das nicht tun. Das ist nicht so mein Leben. Also das ist, ich glaube, dass ich also gesund lebe, wenn ich mal ein paar Beispiele, also ich trainiere jetzt seit 47 Jahren regelmäßig immer so 4-5 Mal die Woche, manchmal auch 6 Mal die Woche. Nicht unbedingt lang, vielleicht nur eine halbe Stunde. Ich war heute früh auch schon trainieren. Ja. Aber sagen wir, das ist eine. Ich mache jeden Tag Mittagsschlaf. Manchmal schlafe ich sogar mehrfach am Tag, wenn es mir danach ist. Ich rauche nicht, habe früher aber vor 40 Jahren geraucht. Ich trinke keinen Alkohol, habe aber früher sehr viel Alkohol getrunken, auch vor 40 Jahren. Ich nehme keine Drogen, habe aber, wo ich jung war, auch viel Haschisch geraucht. Ich esse keine Süßigkeiten, keine Schokolade, keine Eiscreme. Ja. Ich ernähre mich überwiegend gesund. Also das ist aber jetzt bei mir nicht so ein Ausdruck von einem Gesundheitsfanatismus, sondern sagen wir, die Leute denken immer, man braucht viel Disziplin, wenn man zum Beispiel, ich bin ja jetzt 67 Jahren, mit 67 Jahren jetzt so eine Figur hat, wie ich es jetzt noch habe, also ist noch alles vorhanden. Ja? Aber da brauche ich eigentlich keine Disziplin, was das Training anlangt, weil das Training macht mir Freude. Also mir wird ja was fehlen, wenn ich nicht trainieren gehen kann. Ich mache das jetzt nicht, dass ich sage, oh, jetzt zwingst du dich zum Sport zu gehen, sondern im Gegenteil, wenn ich mal nicht trainieren gehen kann, dann fehlt mir was. Eher Disziplin ist gefragt bei der Ernährung. Ja? Da wenn ich also jetzt so essen würde, was wirklich ausschließlich, wo ich Lust habe, was mir schmeckt, dann wäre ich also richtig dick, da bin ich also ganz sicher, weil ich habe gern früher so Eis gegessen, Schokolade, ja. Das habe ich mir aber komplett dann irgendwann gestrichen. Ich habe Phasen, wo ich sehr diszipliniert bin mit der Ernährung, habe aber auch Phasen, wo ich nicht ganz so diszipliniert bin, wo ich dann auch gern mal eine Pizza esse oder so. Das heißt, aber dass ich mich jetzt den ganzen Tag mit beschäftigen würde. Ich kenne auch so Leute, so, das habe ich gemeint, mit Gesundheitsfanatiker, die haben eigentlich ständig Angst vor irgendwelchen Krankheiten im Kern, ja, und haben dann auch so ein bisschen verkrampftes Leben. Also mir fällt es jetzt nicht schwer, auf bestimmte Sachen zu verzichten. Ja, das denken manche Leute, so ein Leben wäre sehr schwierig. Das ist ja auch so, zum Beispiel, dass ich keinen Alkohol trinke, das ist jetzt nicht, weil ich gesund sein will, sondern weil ich gesehen habe, wo ich Mitte 20 war, dass ich nicht damit umgehen kann. Ja? Sonst würde ich auch Alkohol trinken, wenn ich das in Maßen tun könnte. Ich habe aber gemerkt, dass ich es nicht tun kann, also habe ich es halt irgendwann gestrichen. Ja? Und das heißt, das ist jetzt nicht so abgeleitet bei mir von irgendwelchen gesundheitlichen Überlegungen, sondern einfach, dass ich selbst mich kenne und sehe, aha, das sind Sachen, die kannst du nicht in Maßen tun und dann streiche ich sie weg und da kommt dann am Schluss ein gesundes Leben raus. Aber ich glaube eigentlich, dass für ein gesundes Leben auch ganz andere Dinge entscheidend sind. Also vor allen Dingen entscheidend, glaube ich, dass man primär die Dinge macht, die einem Freude machen. Dass man also nicht jetzt gezwungen ist, was ja bei vielen Menschen der Fall ist, ständig irgendwas zu machen, was einem keine Freude macht. Das heißt für mich, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich mich freue auf meine Arbeit. Ja? Klar gibt es auch mal Tage, wo das jetzt nicht so ist, aber ganz überwiegend freue ich mich drauf, auf meine Arbeit. Und wenn es mal nicht mehr so wäre, ich habe ja verschiedene Dinge im Leben gemacht, dann wechsle ich halt das Feld und mache dann was anderes. Das ist also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Und ja, dass man sich den Tag auch so einteilen kann, wie man will. Ja? Also
ich bin allein Herr meiner Zeit. Es gibt jetzt niemand anderes als ich selbst. Ich mache meine Termine und lege die so, wie ich will. Und es gibt jetzt niemand, der über meine Zeit verfügt. Ich glaube, das ist schon auch, wenn Sie so wollen, auch wahrscheinlich gesund, alle die Sachen. Ja. Gehören viele Sachen dazu. Gehört auch, denke ich, ein befriedigendes Sexleben dazu. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Also wenn jetzt einer, was weiß ich, gibt ja auch welche, die haben dann monatelang keinen Sex oder so. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da, ich glaube auch nicht, dass es besonders gesund ist, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt ja auch keinen Sex, weil ich sage, ich muss das was für meine Gesundheit tun. Sondern ich mache das ja, weil es Spaß macht. Ja. Trotzdem glaube ich nebenbei, dass wenn man seine natürlichen Bedürfnisse befriedigt einfach, ja, dass es auch am Schluss gesund ist. Ja. Also was hat man für natürliche Bedürfnisse? Ich glaube nicht, dass jetzt Rauchen oder Drogen unbedingt ein natürliches Bedürfnis ist. Aber sagen wir mal, Bewegung ist es sicherlich und Freiheit ist sicherlich auch ein menschliches Grundbedürfnis, auch Schlaf, ja, dass man also, ja, manche, die müssen halt, oder die meisten Menschen, wenn sie mal müde sind, mittags oder nachmittags, müssen sich irgendwo dann zwingen, weil die können nicht einfach sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe, wenn sie arbeiten oder so. Ja, ich kann das halt machen, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett und schlafe dann halt. Ja, und ich glaube, das ist eher so, ein freies Leben ist auch ein gesundes Leben unterm Strich, aber jetzt so ein, sagen wir, so ein verkrampftes, wo einer ständig dann irgendwelche Sachen liest oder sich recherchiert, die Krankheit oder die, und hat dann Angst davon, lebt eigentlich eher unfrei, weil er sich laufend zwingt, dann irgendwelche Sachen zu machen, zu denen er vielleicht gar keine Lust hat. Und wie gesagt, behauptet zwar, er interessiert sich für Gesundheit, aber eigentlich ist er von der Angst vor Krankheiten dominiert, weil er ständig, ja, und ich glaube, dass das auf jeden Fall mal nicht gesund ist am Schluss, wenn du permanent irgendwo indirekt dich mit Thema Krankheit beschäftigst. Ja, ja, was ich jetzt ganz stark heraushören konnte, war, dass Ihnen die, also Lebensqualität dementsprechend sehr, sehr wichtig ist, und mit Lebensqualität verbinden Sie dann eben halt auch in Anführungsstrichen dann gesund zu sein, also eben ein fittes und gesundes Leben dann dementsprechend zu führen, um diese Lebensqualität auch dann erhalten zu können, beziehungsweise Lebensqualität so zu definieren, in gewisser Art und Weise irgendwo zu verzichten, aber dann wieder den Genuss besser verstehen zu können. Ja, also das, wenn man jetzt auf Sachen verzichtet, ich habe ja gesagt, bei mir Beispiel Alkohol oder Beispiel Zigaretten, das ist ja nur am Anfang eigentlich ein Verzicht und schwierig. Ja? Klar, wenn man sich das abgewöhnt, wenn man jetzt jeden Abend Alkohol getrunken hat oder wenn man jeden Tag, so war das bei mir, wo ich Mitte 20 war, dann auch Ende 20 30, 40 Zigaretten raucht, ja, dann ist es natürlich erst mal ein Verzicht in dem Moment, wenn man das stoppt. Ja. Aber eigentlich ist es ja auch schon eine Befreiung, weil Befreiung von der Sucht, ja, weil du bist ja dann letztlich abhängig. Also ich habe es dann zum Beispiel als angenehm empfunden, wo ich nicht mehr geraucht habe. Ich habe da gar nicht nur jetzt an die Gesundheit gedacht, sondern dass du einfach zum Beispiel andere Leute besuchen kannst, die Nichtraucher sind, ohne dann irgendwo immer so das kribbelige Gefühl zu haben oder die fragen zu müssen, kann ich mal kurz vor die Tür gehen oder auf den Balkon oder ins Kino gehen zu können oder irgendwo das Gefühl zu haben, so jetzt würdest du eigentlich gerne eine rauchen, geht aber nicht im Kino. Also ich habe ja diese Dinge auch als Befreiung dann, ja, wenn man dann so eine Sucht hat, ja, dann ist ja der Verzicht, ist ja nicht eine Einschränkung von Leben, sondern ist ja eigentlich ein Stück in Richtung Freiheit, weil du bist dann nicht mehr versklavt von den Suchtmitteln praktisch. Ja. Ja, worauf ich zu sprechen kommen wollte, war der Punkt, was Sie sagten, Sie essen schon für gelegentlich auch mal eine Pizza oder ein Eis. Also das heißt, Sie Eis nicht. Ich habe Süßigkeiten, jetzt mit Ausnahme so Proteinshakes, aber Süßigkeiten, also ob das jetzt Eis ist oder Kuchen oder Marzipan oder Schokolade, habe ich seit 20 Jahren komplett gestrichen. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Mit Pizza ist anders. Ja. Da gibt es Phasen, wo ich habe jetzt ein paar Monate keine Pizza gegessen, aber es gibt auch Phasen, wo ich mehrfach in der Woche mal eine Pizza esse. Das ist so, das erlaube ich mir dann schon mal. Ja, ja, worauf ich dann hinaus wollte, war der Punkt, dass Sie vielleicht kurzweilig verzichten, aber dann schon ab und zu auch wieder diesen Genuss von der Pizza gerne sich ins Leben holen sozusagen, um dann aber auch wieder zu verstehen, okay, so, wenn ich jetzt den ganzen Tag so essen würde, dann würde ich dementsprechend nicht diese Lebensqualität hochhalten können. Ja, das ist einfach so. Ich habe Phasen, wo ich in Bezug auf die Ernährung extrem diszipliniert bin, ja,
Und ich habe auch Phasen, wo ich es halt nicht so durchhalte, diese Disziplin, ja, und wo ich es mir dann auch einfach mal erlaube, ja. Aber klar, dann sehe ich natürlich, dass dann die Bauchmuskeln irgendwann unsichtbar werden. Ja, also ich war jetzt nie fett oder so, ja, aber das sind halt vielleicht, sagen wir, 5-6 Zentimeter Fett über den Bauchmuskeln, die man da nicht mehr so sieht. Und nach einer Zeit bin ich dann damit unzufrieden und dann kommt wieder eine Phase, wo ich dann mehr diszipliniert bin. Aber das ist also, wie gesagt, was, wo schon auch Disziplin notwendig ist, aber nicht jetzt zum Training. Ja? Das ist absolut nicht. Das ist ja ein Bedürfnis, das macht mir ja Freude. Ja. Spannende Frage nämlich, weil es geht ja vielen Menschen da draußen so, dass sie sich immer zum Sport so ein bisschen zwingen müssen im ersten Moment. War das für Sie schon immer ein Punkt, dass Sie sagten, okay, Sport hat mir dementsprechend schon immer so viel Spaß gemacht, dass es für mich ein Automatismus war? Da mussten Sie sich dann auch am Anfang mal so ein bisschen überwinden, bis es dann mal eben zu diesem Automatismus gekommen ist? Ich war eigentlich von Natur aus sehr unsportlich, weil ich bin auch so aufgewachsen. Also mein Vater, meine Mutter haben niemals in ihrem Leben irgendeine Art von Sport gemacht. Und das war eine sehr intellektuelle Akademikerfamilie, wo praktisch ja, man auch so ein bisschen eher mal, also gibt ja so Sprüche wie Muskelprotzen, Spatzenhirn und so weiter. Das haben jetzt meine Eltern nicht gesagt, aber es war schon irgendwo so die Verbindung, dass man so Körperlichkeit oder speziell jetzt auch, wenn jemand sehr muskulös ist, dass es nicht hoch in der Wertschätzung stand, sondern eher, wie viele Bücher hast du gelesen? Und ich hatte dann so Erlebnisse, ich war in der Schule, ich war so schlecht im Sport, ich habe sogar im Abiturzeugnis ohne Leistung, weil ich bin gar nicht mehr hingegangen, aber auch einfach, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich habe gesagt, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht, und das war außerdem nachmittags, wo ich auch schlafen wollte, meinen Mittagsschlaf machen wollte. Und dann bin ich nicht hingegangen. Und dann hatte ich einen Lehrer, der war Biologielehrer, den habe ich sehr geschätzt. Und der war gleichzeitig Präsident vom Hessischen Gewichtheberverein. Und da habe ich gesehen, dass, also der hat auch entsprechend ausgesehen, nicht jetzt gerade eine Bodybuilder-Figur, weil da war eher so, ja, wie die Gewichtheber manchmal aussehen, da war schon eher auch ein bisschen viel, viel Masse einfach da, ja. Und da habe ich aber gesehen, aha, so Muskeln und Intelligenz muss keineswegs Widerspruch sein. Und der hat mich auch mal mitgenommen, dann damals gab es noch nicht diese Bodybuilding-Fitnessstudios, die es heute überall gibt. Also wie gesagt, das ist jetzt fast ein halbes Jahrhundert her. Da gab es noch nicht so. Da gab es, ich glaube, in der ganzen Stadt so ein Fitnessstudio. Ich war im Gewichtheberverein. Ja? Das waren dann mehr die Gewichthebervereine. Der Schwarzenegger hatte auch damals, glaube ich, im Gewichtheberverein angefangen. Und der hieß AC Siegfried. In Darmstadt war das Gewichtheberverein. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Ich hatte dann noch ein anderes Erlebnis. Ich bin als Jugendlicher mal von anderen zusammengeschlagen worden. Das war so irgendwo eine Auseinandersetzung zwischen zwei Klicken und ich war nicht schnell genug weg, so wie die anderen, sodass es mich getroffen hat. Und dann bin ich als Reaktion darauf in Karateverein eingetreten und habe so ein Dreivierteljahr sehr intensiv, 4-5 Mal die Woche Karate trainiert und habe aber nebenbei auch mit den Gewichten antrainiert. Und ja, das mit den Gewichten hat mir mehr Spaß gemacht, das sieht man auch. Und ich hatte auch Angst bei dem Karate-Training, da kann man sich halt auch eher mal verletzen, auch ohne, dass es die eigene Schuld ist. So, ja, wenn der andere halt nicht rechtzeitig abstoppt. Auf jeden Fall, mir hat das mit den Gewichten mehr Spaß gemacht und bin dann halt in den Gewichtheberverein. Das Gewichtheben an sich war aber auch nicht so mein Ding, das habe ich am Anfang ein bisschen gemacht, sondern mir hat mehr das Bodybuilding Spaß gemacht. Ja, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt, damals war ich 20, das ist jetzt, ist jetzt 47 Jahre her. Und seitdem trainiere ich also immer, sagen wir mal, 4-5 Mal die Woche. Außer wenn ich jetzt, wenn ich krank bin oder erkältet bin oder so. Und sonst trainiere ich seitdem immer, aber nicht jetzt als Disziplinleistung, sondern einfach, ja, ich meine, ich esse jeden Tag, ich trinke jeden Tag. Ich habe auch Sex ein paar Mal die Woche, also warum soll ich auch nicht jeden Tag trainieren? Ja, also dieses natürliche Grundbedürfnis dann genau. In dieser Art und Weise befriedigen. Ja. Was Sie gerade sehr schön beschrieben haben, ist, Sie haben dann offensichtlich in jungen Jahren einen
starkes Warum gefunden, warum sie dann eben zu dem Sport gefunden haben oder beziehungsweise diesen Spaß am Sport dann auch entwickelt haben, oder? Ja, es ist natürlich auch die Eitelkeit, ja, dass man also, ja, ich bin ich, von Natur aus habe ich also sehr schmale Schultern und ganz sehr dünne Arme und schmale Schultern, also sehr leptosom, auch wenn Sie meine Handgelenke anschauen. So, und gleichzeitig neige ich zu, dass ich sehr schnell auch am Bauch zunehme. Ja. Und ja, so eine Figur, ich bezeichne es ja so als Insektenfigur, weil die Insekten haben ja auch so einen dicken Rumpf und dünne Gliedmaßen. Ja. Also Insektenfigur, das wollte ich nicht haben. Und klar, mit Frauen war auch immer für mich ein wichtiges Thema. Und da dachte ich auch als junger Mann, also wenn du eine sportliche, muskulöse Figur hast, ist es sicherlich auch eher von Vorteil, als wenn du so schmächtig bist oder dick bist oder so. Ja, also das ist schon die Eitelkeit. Ich glaube auch jemand, der jetzt selbst gar nicht eitel ist, ja, der macht es auch nicht. In Bezug auf Kleidung bin ich das eher nicht. Das ist mir jetzt eher wurscht, da gucke ich nicht so drauf, welche Kleidung. Aber die Figur, das ist mir schon wichtig, dass ich mir selbst gefalle, ja, aber auch ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn du halt auch Komplimente bekommst, ja, wenn du dich umziehst im Sportstudio, oder Leute kommen zu dir, die mich nicht kennen und sagen, Mensch, wie alt sind Sie? Und wenn ich dann sage, 67, Mensch, toll, möchte auch mal so aussehen mit 67. Oder wenn dir eine Frau ein Kompliment sagt und Mensch, meine letzten Freunde, die vielleicht Mitte 20 waren, die haben nicht so eine gute Figur gehabt wie du. Natürlich hört man das lieber, als dass man irgendwo künstlich einen Bauch einzieht oder sich Klamotten kaufen muss, wo man versucht, das irgendwie zu kaschieren oder so. Ja, und wie gesagt, auch das Bedürfnis von mir, natürlich nicht in allen Bereichen, aber in den von mir als für mich als relevant definierten Bereichen überdurchschnittlich zu sein. Also das, ja, das heißt für mich also, ich möchte gebildeter sein als 99% meiner Menschen, ich möchte mehr Geld haben als 99% meiner Mitmenschen, ich möchte bessere Figur haben als 99% meiner Mitmenschen und vor allen Dingen möchte ich mehr Freiheit haben als 99% meiner Mitmenschen. Das sind so Dinge, die sind für mich wichtig und das ist so der Ehrgeiz, ich will keine Durchschnittsexistenz haben. So, ja, ich habe hier so einen Kurs, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Also den findet man, wenn man guckt, zittelmann-freiheit.de. Da gibt es einen Kurs Finanzielle Freiheit und der andere Kurs heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Und das ist auch so mein Motto, dass so eine Durchschnittsexistenz, das ist also nichts für mich. So. Nicht erstrebenswert. Nee. Ja. Nicht nur nicht erstrebenswert, sondern geradezu hochgradig abschreckend. Sehr gut, ja. Also diesen Schmerz dann wirklich noch mehr verstärkt, um dann wirklich diese Motivation daraus dann zu nehmen, eben diese Durchschnittsexistenz nicht zu haben. Also Sie haben gerade einen sehr spannenden Aspekt von Training oder auch gesunde Ernährung angesprochen, und zwar Selbstwert sozusagen dann oder beziehungsweise Eitelkeit irgendwo. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt rausgeht auf die Straße, dass 3/4 aller Männer, die dort rumlaufen, eben diesen Selbstwert irgendwo verloren haben. Können Sie ähnliche Beobachtungen machen? Oder zumindest in der Gesellschaft generell? Was so in denen vorgeht, weiß ich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt einen Beruf hätte, den ich vielleicht nur mit Zähneknirschen mache, der mich gar nicht richtig befriedigt. Wenn ich jetzt eine Frau oder eine Beziehung hätte, von der ich gar nicht richtig begeistert bin. Wenn ich jetzt einen Körper hätte, den ich mir gar nicht selbst gerne anschaue und so, ja. Das wäre jetzt nicht für mich, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann mir so ein Leben nicht vorstellen. Ja, Eitelkeit ist ja auch nichts Negatives. Ja. Zum Beispiel auch, ich schreibe ja Bücher, auch Sie werden auch kaum Menschen finden, der uneitel ist und Bücher schreibt, weil viel Geld verdienen tut man damit nicht. Ja. Und was ist der Grund, warum Menschen Bücher schreiben? Eitelkeit. Ja. Es gibt ja diesen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, der hat das mal gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine Autoren, die nicht eitel sind, auch in der Geschichte, ob das ein Goethe war oder ein Schiller oder ein Thomas Mann, das ist so. Und viele Leute versuchen so, das zu verbergen, weil es irgendwo nicht gehört, ja, dass man sagt, ich bin eitel oder so. Ja. Ich kriege auch manchmal, wenn ich zum Beispiel so, wenn ich auf Instagram oder Facebook was poste oder auf Twitter,
zum Beispiel auch vom Training oder nach dem Training mit meiner Figur, ja, da gibt es positive Kommentare von Leuten, toll, super, so möchte ich auch mal später aussehen, ja, tolle Leistung, gibt aber auch immer wieder von Leuten, ach, das ist narzisstisch oder, ja, und sie sind selbstverliebt, ja, dann sage ich, ja, klar bin ich selbstverliebt, ich meine, gibt doch den Spruch von Jesus schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, das heißt, wenn ich gar nicht selbstverliebt bin, kann ich auch keine anderen Menschen lieben, also warum soll ich mich nicht selbst lieben, ja, also das heißt, ich finde, da sollte man auch dazu stehen und nicht versuchen, das so abzustreiten. Es gibt ja so Leute, die, ja, neulich hat jemand geschrieben, ja, sie können das Training ja machen, aber warum zeigen sie das nach außen? Ja, das ist ja der Sinn vom Bodybuilding, dass du es nach außen zeigst. Das ist genau wie jetzt manche Frauen, habe ich auch schon gehört, die sagen, ja, ich schmink mich ja nicht für andere, ich mache das nur für mich selbst. Ja, sage ich auch so, wenn du jetzt abends allein Fernsehabend machst, dann stellst du dich erst eine Stunde vor den Spiegel und machst dich mal zurecht, damit du dir auch selbst gefällst. Dann, nee, mache ich nicht. Also, ja, du machst dich eher zurecht, wenn du dann weggehst, andere Leute. Ja? Und viele, die gerade Menschen, die im Grunde eigentlich sehr abhängig sind von Urteilen von anderen, behaupten immer, dass andere überhaupt gar keine Rolle spielen würden und dass sie das alles nur für sich machen. Und das ist Quatsch. Und natürlich spielt auch der Neid mit eine Rolle. Also das kann man beobachten in jedem Gebiet. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal bei dem Training bleibt, ja, da kriege ich auch manchmal Kommentare, ja, das ist alles bestimmt Anabolika oder Testosterontherapie oder was weiß ich. Ich habe noch nie künstlich Testosteron zugeführt, ich habe auch noch nie Anabolika genommen. Ja. Aber die Leute tun einem das erstellen, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass jemand mit jahrzehntelangem, auch intelligentem Training, der auch Know-how hat, auch auf natürliche Weise so einen Körper entwickeln kann. Ja. Und ja, das ist bei vielen Sachen so. Denn wenn dann einer viel Geld hat, dann denken die, oh, wer weiß, durch irgendwie fiese Spekulation oder so ist der vielleicht zu dem Geld gekommen. Also ich habe mein Geld auf ehrliche Weise verdient als Unternehmer und dann durch intelligente Investitionen. Ja, oder dann, wenn ich mein Bild poste mit einer schönen Frau an der Seite, ja, dann, ja, ach, das ist bestimmt so eine, wie heißt das, Escort-Dame, kostet so bestimmt 10.000 Euro. Da schreibe ich drunter, Sie sind wahrscheinlich der Typ, der eine schöne Frau nur kriegt, wenn er 10.000 Euro bezahlen muss dafür. So, ja. Bei mir ist es zum Glück anders. Ja. Also das war jetzt so ein Beispiel neulich, ja, wo ich ein Bild gepostet habe von mir, eine Freundin von mir, die ist jetzt, die hat BWL studiert, die arbeitet von einer der größten Luxusmarken der Welt, macht die Public Relations und so weiter, also ist eine intelligente Frau, ja, und dann schreibt so einer, der nichts über die weiß, ja, wäre vielleicht so ein Escort-Girl, was ja auch eine Beleidigung ist, ja, und so sieht man es überall, der Neid, also hast du eine überdurchschnittliche Figur, dann heißt ja bestimmt alles Anabolika, Testosteron, hast du mehr Geld, oh, wer weiß, auf welche Art hat er das, ja, hast du eine schöne Frau, wer weiß, ist vielleicht eine Escort-Dame oder so, das heißt, es sind natürlich die Leute, die selbst sich nicht ihre Bedürfnisse erfüllen können, ja, die selbst kein Geld haben, die selbst keinen guten Körper haben, die selbst keine schöne Freundin haben, ja, die können sich das gar nicht vorstellen oder wollen es dann irgendwie schlecht machen. Und das ist also, es gibt es in allen Ländern, aber in Deutschland ist nochmal der Neid nochmal besonders stark verbreitet. Ja. Ja, genau, das ist auch der Punkt, den wir immer wieder hören, wenn wir mit Menschen sprechen, die dann eben zu uns kommen, was daran verändern wollen. Die sagen halt immer, ja, dass sie entschuldigen sich schon fast dafür, dass sie eben besser aussehen wollen für sich selber. Und das ist auch der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man irgendwie von außen suggeriert bekommt, dass das nicht erstrebenswert sei, auf sich selber zu achten, diesen Selbstwert zu haben oder sich selber schön zu fühlen. Ja? Also dieses Bedürfnis zu haben, sich in Kleidung wohl zu fühlen, im Spiegel gut auszusehen. Ja, dass man vor den Spiegel guckt und sagt, Mensch, ja, toll, oder sich auch mal kritisch und sagt, da könnte was weg, da könnte was so. Ja? Also das, ich will mich halt durch den Spiegel angucken und dann ein negatives Gefühl dazu haben. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen habe ich auch gesagt, jeder Mensch hat andere Prioritäten im Leben. Ich verurteile es jetzt nicht. Ich habe auch Freunde gehabt, die also sehr, sehr dick waren und tolle Menschen sonst in jeder Hinsicht. Ja. Die respektiere ich auch. Ist halt für mich ist es wichtig. Ja. Aber ich möchte auch, dass auch respektiert wird, dass wenn es für einen wichtig ist und dann nicht irgendwo schlecht oder niedergemacht wird. Ja. Also was mir auffällt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand was auch nur annähernd kritisch sagt über die Figur von der Ricarda Lang von den Grünen oder gar jetzt, sagen wir mal,
sich lustig macht darüber, da gibt es ja diese ganzen Memes oder was weiß ich, da wird er sofort niedergemacht. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand was sagt gegen jemanden, der eine tolle Figur hat, ja, dann wird es akzeptiert. Und das ist doch eigentlich komisch. Ja? Also in dem einen Fall, da ist es praktisch schon tabu, auch nur vielleicht jetzt zu sagen, also mir gefällt deren Figur nicht. Ja? So, ich sage das, mir gefällt diese Figur nicht so. Ja? Einfach mal, ohne damit ein Werturteil über den Menschen an sich oder so jetzt auszudrücken. Aber warum muss ich, das gibt ja diese Philosophie, die heißt Body Positivity. Und die heißt eigentlich nur, ich bin fett und jedem, dem es nicht gefällt, der wird niedergemacht. Deswegen. Ja? Und da erwarten die Leute den Respekt. Und klar, ich respektiere auch Leute. Ich habe, wie gesagt, ich habe mal sogar einen Freund gehabt, der hat 270 Kilo gewogen. Toller Typ, intelligent und alles. Ja? Aber der wäre jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen, seine Figur irgendwo zu glorifizieren oder so. Der wusste, dass das halt sein Schwachpunkt ist. Der hat dafür viele andere Starkpunkte gehabt. Und das heißt, klar kann man jetzt den Menschen nicht nur danach beurteilen, aber andererseits ist schon so, wenn jetzt jemand sagt, das Äußerliche ist egal. Es gibt so einen Spruch von Oscar Wilde, der hat ja oft sehr pointierte, auch übertriebene Sachen gesagt. Der hat gesagt, nur sehr oberflächliche Menschen beurteilen ihre Mitmenschen nicht nach dem Äußeren. Das Wichtige ist das, was man nach außen sieht. Ist natürlich in der Form überspitzt, aber ich meine, wir alle beurteilen unsere Mitmenschen auch nach dem Äußeren, zuerst. Natürlich muss man in der Lage sein, dann das Urteil dann auch zu korrigieren. Ja, weil ein Mensch drückt ja auch durch sein Äußeres was aus. Also ich drücke dadurch, dass ich trainiere oder durch alle möglichen Sachen, drücke ich ja was aus und jeder drückt was aus. Jemand, der sich ein Piercing oder auch mehrere durch die Nase macht oder jemand, der sich tätowiert, jemand, der sich durch die Kleidung oder so, ja. Jeder Mensch hat ja irgendwo das Bedürfnis, sich auszudrücken, auch durch Äußeres. Ja? Weil ich meine, den Charakter oder die Persönlichkeit von einem Menschen, die kannst du jetzt dann erst im Laufe der Zeit erkennen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht irrelevant, das Äußere von einem Menschen, sondern du drückst damit ganz bewusst irgendwas aus. Ja? Und es gibt heute so eine Tendenz, dass alles, was irgendwo über dem Durchschnitt herausragt, schlecht gemacht wird. Ja? Also Hässlichkeit soll akzeptiert werden, aber Schönheit ist suspekt. Ja. Das ist jetzt sogar bei den Schönheitswettbewerben für Frauen inzwischen so. Ich weiß nicht, ob Sie mal gesehen haben, so in letzter Zeit, da werden dann welche gewählt, die sehen überhaupt nicht gut aus mehr. Ja? Die sehen schrecklich aus sogar. Ja, warum? Ja, es soll nicht so nach den tradierten Schönheitsidealen gehen und was weiß ich. Ja? Und ja, ich habe auch mal gelesen von den Grünen, eine, die hat gefordert, dass auch ein Schönheitswettbewerb stattfinden soll, dass so Misswahlen für welche, die nicht so den Schönheitsidealen entsprechen. Also das ist alles irgendwo, ich kenne auch viele schöne Frauen, die auch darunter leiden dann, dass sie auch immer mit Neid und mit Missgunst und so weiter oder dass dann auch irgendwas unterstellt wird, zum Beispiel nach dem Motto, ja, die mag ja schön sein, aber ist bestimmt nicht so intelligent. Was Quatsch ist, natürlich gibt es schöne Frauen, die dumm sind, aber es gibt auch schöne Frauen, die intelligent sind. Also da gibt es ja gar keinen Zusammenhang. Und so ist es auch, wenn sie muskulösen Körper haben. Also das Absurdeste, was ich mal erlebt habe, hat einer geschrieben, ich glaube, es war auch auf Facebook, ja, Herr Zittelmann, ich dachte erst, Sie seien ein seriöser Historiker, aber ich habe dann gesehen, Ihre Bilder so auf Instagram und so, und habe dann gesehen, dass Sie ja gar kein seriöser Historiker sind, sondern weil Sie ja Bodybuilding macht. Da habe ich gesagt, also wie muss ich denn als aussehen, damit Sie mich als seriöser Historiker akzeptieren? Muss ich fett sein oder soll ich ganz dünne Arme haben, so Leptosom oder eine Mischung, wie gesagt, diese Insektenfigur mit dem dicken Körper und dünnen Gliedmaßen. Also wie muss ich aussehen, damit Sie mich als seriösen Historiker akzeptieren? Also das ist schon absurd. Ne? Herr Zittelmann, trainieren Sie ja wirklich schon seit mehreren Jahrzehnten und dann wahrscheinlich auch schon in einer Zeit, wo Sie jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so, oder beziehungsweise in einer Zeit, wo Sie auch unternehmerisch noch sehr, sehr aktiver waren als jetzt. Welche positiven Eigenschaften oder Ergebnisse haben Sie denn noch aus dem Training herausziehen können? Also beispielsweise sind stressresilienter, sind entspannter, ausgeglichener. Gibt es da so Punkte, wo Sie sagen, darauf haben Sie auch sehr viel Wert gelegt, um den Sport auszuführen, um im unternehmerischen Alltag vielleicht dementsprechend auch fitter und leistungsfähiger zu sein? Ich muss zugeben, unter dem Aspekt habe ich es nicht gemacht, aber was schon der Fall war,
wo ich meine Firma hatte, 15 Jahre lang, da war ich fast dann jeden Tag in einer anderen Stadt. Also ich bin morgens in den Flieger gestiegen, bin dann nach Frankfurt, nach München, nach Düsseldorf oder Köln oder wo auch immer und bin dann abends erst wieder zurückgekommen und habe dann immer noch eine ganze Menge E-Mails zu beantworten gehabt, weil ich habe das Prinzip, ich beantworte jede E-Mail am gleichen Tag immer. So, sonst kann ich auch nicht schlafen gehen. Und dann, wenn Sie das aber bis spät in den Abend machen, dann nehmen Sie irgendwie das alles noch so mit in den Schlaf. Ja? Und da bin ich dann immer trainieren gegangen, ziemlich spät. Also manchmal erst um 10 oder sogar manchmal erst um 11 Uhr abends, ja? Was den Vorteil hat, da ist das Studio auch dann sehr leer. Und das war dann so für mich ein bisschen der Puffer zwischen der Arbeit und dem Schlafen gehen dann. Ja. Jetzt im Moment ist es anders, da trainiere ich eher sehr früh. Also zum Beispiel heute, Beispiel, bin ich um 5 aufgestanden, habe dann gegessen und so weiter, bin dann um 6 trainieren und habe dann aber später nochmal von 7:30 bis 8:30 geschlafen und habe dann den Tag praktisch begonnen. Ja. Also ich habe dann, im Moment ist es eher so, dass ich dann eher morgens oft sehr, sehr früh schon trainiere. Aber das ist also auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Sache gewesen damals, die schon ganz gut war, dass du dann, wenn du den ganzen Tag nur so mit dem Kopf irgendwo unterwegs warst, dass du dann nochmal körperlich was machst und so einen Puffer hast, dann, wo die Gedanken ein bisschen abgeschaltet werden, bevor du dann schlafen gehst. Ja. Ich habe da letztens einen sehr schönen Ausdruck von jemandem gelesen, und zwar, wir sind alle sehr Kopfwerker und keine Handwerker. Das heißt, wir arbeiten den ganzen Tag mit dem Kopf, und wie Sie schon vorhin auch richtig sagten, der Körper hat ja auch ein Bedürfnis, in einer gewissen Weise sich zu bewegen und ausgelastet zu sein. Und wenn wir eben dieses Bedürfnis irgendwo nicht erfüllen, dann passt das irgendwo gesamtheitlich einfach dann eben nicht zusammen. Nee, stimmt. Also der Mensch ist ja nicht dafür gemacht, dass er jetzt ein reines Geistwesen ist, ja, sondern eigentlich sind wir ja früher alle mal Jäger oder Sammler oder so gewesen, die dann schon sehr stark auch körperlich aktiv waren. Und klar, wenn du heute überwiegend am Computer sitzt oder bei mir ist es zum Beispiel so, der größte Teil vom Tag besteht bei mir aus Lesen, ja? Weil das Schreiben geht sehr, sehr schnell. Ich schreibe sehr schnell meine Bücher. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ein neues Thema, wo ich mich eingearbeitet habe, Weltraumfahrt, speziell private Weltraumfahrt. Ich habe jetzt 50 Bücher gekauft, überwiegend in englischer Sprache, was dann auch noch ein bisschen länger bei mir dauert mit dem Lesen als in Deutsch. Jetzt mindestens auch nochmal 50, 60 wissenschaftliche Aufsätze, auch zu dem Thema, und die muss ich alle lesen. Ja? Und das ist so, was heißt, muss ich, ja? Mir macht es ja Spaß, was dazu zu lernen. Und ich mache das so immer im Bett, also mein Leben lang, auch für meine erste Doktorarbeit, für die zweite Doktorarbeit. Ich sitze jetzt nicht am Tisch und lese irgendwas, ja, sondern im Sommer liege ich draußen auf dem Liegestuhl und lese, und ansonsten liege ich im Bett und lese. Ja. Deswegen, also ich bin auch zu Hause immer im Schlafanzug, glaube ich, da, weil ich liege im Bett und lese. Zwischendrin gehe ich beim Computer, beantworte irgendwelche E-Mails. Ja. Und ja, das heißt, wenn ich jetzt nicht trainieren gehen würde, dann würde ich ja praktisch das Leben überwiegend im Bett verbringen, ja, was auch so der Fall ist. Ja, aber das ist dann auch mal ein ganz guter Ausgleich, ja, dass ich dann auch ins Sportstudio gehe zwischendrin. Vielleicht schon zum Abschluss noch eine spannende Frage. Wir haben ja jetzt in dem Gespräch hier schon herausgefunden, das ist ja auch nichts Neues, dass körperliche Bewegung, körperlicher Ausgleich, körperliche Belastung halt sehr, sehr förderlich für den menschlichen Geist auch irgendwo ist. Warum, glauben Sie, fällt es vielen Menschen so schwer, die das gerne mehr intensivieren würden, diesen körperlichen Ausgleich? Warum fällt es Ihnen so schwer, im stressigen Alltag die Sachen dann auch wirklich umzusetzen? Also gerade auch so, ich glaube, viele Menschen, die haben eine Sache, auch die sie nicht verstanden haben, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, stundenlang am Tag zu trainieren. Viele Menschen so, die machen nichts und dann irgendwann machen sie es ganz extrem und sagen, ich muss jetzt 3 Stunden im Sportstudio jeden Tag rumhängen, was natürlich auf die Dauer keiner so durchhält oder jetzt auch nicht richtig vereinbar ist, wenn du arbeitest und vielleicht dann auch Familie hast und so weiter. Und wo ich angefangen habe zu trainieren,
Da habe ich so einen Bodybuilder, der hat also auch leistungsmäßig Bodybuilding gemacht, mal gefragt, ja, was ist so deiner Meinung nach das Geheimnis vom Erfolg? Oder, und er sagte, immer am Ball bleiben. Ja? Und das habe ich mir gemerkt, so immer am Ball bleiben, damit meine ich, auch wenn du mal vielleicht nicht so, bei mir ist auch Unterschied, ich habe Phasen, wo ich super motiviert bin zum Training und andere Phasen, wo ich das mehr so aus Routine tue, ohne dass ich jetzt das Letzte da gebe. Ja? Und dann, oder wenn ich zum Beispiel mal, ja, ich mache Trainingspausen manchmal, wenn ich eine Erkältung hatte, ja, wenn ich schon so merke, dass da bahnt sich was an, du fühlst dich so angeschlagen, höre ich sofort auf zu trainieren, weil das auch sonst dann halt eher ausbricht, weil durch das Training wird ja das Immunsystem dann erstmal herabgesetzt. Und auch wenn ich wieder gesund bin, dann gehe ich auch nicht gleich wieder voll ins Training, weil dann hast du leicht einen Rückfall. Das heißt, selbst wenn du jetzt nur eine Woche krank bist, kann es dann durchaus mal zu führen, dass du mal 3 Wochen außerhalb vom Training bist, weil du merkst schon, du bist ein bisschen angeschlagen, hörst dann auf zu trainieren, dann bist du wieder gesund, aber gehst. Und dann, wenn ich dann wieder anfange, dann merke ich mir das wieder mit dem immer am Ball bleiben, dass ich einfach, selbst wenn du nur hingehst, ziehst dich um, von mir aus machst du nur eine Viertelstunde ein bisschen was, auch nicht mit besonderen hohen Gewichten oder Intensität, aber du kommst einfach in die Routine wieder rein. Ja? Und das ist ja das Gefährliche, wenn man irgendwo, wenn man, solange man in der Routine drin ist, ist ja okay, aber wenn du aus der Routine rauskommst, zum Beispiel, wenn man mal eine Operation gehabt hat, ja, oder eine Krankheit oder so, war jetzt bei mir zum Glück selten der Fall, gab es aber auch mal, dass ich eine Operation hatte, da musste ich dann auch ein paar Wochen aussetzen. Und dann ist ja die Gefahr bei vielen, dass sie dann dadurch ganz rauskommen. Und dann musst du auch irgendwo sagen wir mal, dieses Motto, Hauptsache am Ball bleiben, ich gehe ins Studio, ziehe mich um, mache ein bisschen was, egal wie, die Intensität, und das kommt dann schon alleine wieder, weil du dann die Lust hast halt dazu. Also das ist eine, und das andere ist, ich glaube, dass viele Leute viel zu lang trainieren. Ja? Ich mache jetzt auch diesen Kurs da, ja? Also zittelmann-fitness.de heißt es, den werde ich jetzt auch, und da erkläre ich auch, ich bin der Meinung, ich trainiere zum Beispiel fast nie länger als eine halbe Stunde, ja? Dass es auch ausreicht. Ja? Und ich finde, eine halbe Stunde kann jeder irgendwo trainieren. Ja? Wenn du natürlich aber dann eine stundenlange Geschichte draus machst, auch zum Teil die Zeit vertrödelst, dann quatscht er nebenher mit anderen Leuten, oder ich habe auch schon welche, die lesen dann irgendwo, sitzen dann auf dem Fahrrad und lesen irgendwelche Magazine zwischendrin oder haben ihr Handy dabei und schreiben zwischendrin Nachrichten und so, das mache ich ja alles nicht. Bei mir ist Handy im Spinn, ich unterhalte mich auch nicht, ich habe oft mit Freundinnen zusammen trainiert, ja, aber ich unterhalte mich dann auch beim Training in der Regel nicht mit den Freundinnen, sondern konzentriere mich wirklich nur aufs Training. Und wenn du dann eine relativ kurze Pause machst zwischen den Sätzen, da kommst du auch mit einer halben Stunde Training zurecht. Und wenn mir jemand erzählt, er hat nicht eine halbe Stunde am Tag, wo er trainieren kann, ja, oder du musst ja nicht mal, ich mache das halt, weil es mir Spaß macht, trainiere ich 5-6 Mal die Woche, aber theoretisch würde es ja auch ausreichen, wenn du, sagen wir, 2-mal die Woche eine Dreiviertelstunde trainierst. Das diszipliniert es auch ausreichend. Und wenn dann einer sagt, er hat nicht die Zeit dafür, also das sind Ausreden meiner Meinung nach. Ja. Sie haben es schon ganz treffend gesagt, jeder hat irgendwo 30 Minuten für eine Einheit, und die muss ja auch nicht immer im Fitnessstudio passieren. Das kann man ja genauso mit Homeworkouts machen, oder es muss ja auch nicht immer jeden Tag ein Krafttraining sein, aber irgendwo schon mal den nächsten Schritt zu gehen, mehr in die Bewegung reinzukommen und da eben am Ball zu bleiben, eine Routine zu bilden, ist ja auch viel, viel mehr wert, als, wie Sie schon sagten, dann die Brechstange auszupacken. Und entweder ich mache gar nichts oder ich gehe 5-6 Mal die Woche 3 Stunden ins Fitnessstudio, was sich dann eben viele nicht einfach nicht vorstellen können. Genau, ja, und ich meine, klar, jetzt muss ja nicht jeder Kraftsport. Manch, zum Beispiel, ich habe einen Freund, der ist auch beruflich sehr eingespannt, sehr, sehr erfolgreich, hat ganz vollen Terminkalender immer, aber der bringt es auch fertig, der läuft bestimmt 100 Kilometer die Woche. Der geht auch auf Marathon und so, der macht das halt morgens früh. Der steht dann irgendwie um 4:30 auf, und bevor der Tag anfängt, läuft er dann erstmal. Ja? Das ist ja, andere macht wieder, machen, spielen gern Fußball oder solche, mehr in der Gemeinschaft Sportarten, ja, ich bin mehr ein Individualist, oder ja, was ich vielleicht auch nochmal in meinem Leben irgendwann machen würde,
was ich damals gemacht habe, so wie Karate oder Aikido, irgend sowas. Ja, also da hat ja jeder was anderes, was ihm Spaß macht. Und klar, wenn jemand sagt, mir macht überhaupt keinerlei Sport irgendwo Spaß, ist ja auch okay. Hat ja jeder die eigene Entscheidung. Gibt auch Leute, die damit alt geworden sind. Gibt es ja von Winston Churchill den Spruch, so sein Geheimnis, no sports. Das war so sein Motto. Also klar, gibt es auch die Leute. Ich finde, muss jeder für sich selbst letztlich die Entscheidung treffen. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass ich noch mit 80 Jahren, vielleicht noch mit 90 Jahren trainieren werde. Vielleicht muss man dann die Gewichte ein bisschen reduzieren oder so, mag sein. Ja. Aber glaube ich durchaus für mich, dass ich dann auch noch trainieren werde, einfach weil es mir ein Bedürfnis ist, weil ich es gerne tue. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das mit Sicherheit auch ein großer Pfeiler dessen sein wird, dass Sie in dem hohen Alter dann eben auch noch so aktiv sein können. Und es ist ja auch nachgewiesenermaßen so, wer körperlich aktiv ist bis ins hohe Alter, der ist auch geistig viel, viel aktiver und frischer dementsprechend. Und ja, man hat halt auch manche Krankheiten. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, die allermeisten Menschen haben Rückenbeschwerden oder kennen viele auch mit Bandscheiben. Da habe ich zum Glück nicht. Ja. Ich habe auch mal MRT oder wie das heißt gemacht, also wo man so die Bandscheiben, die haben gesagt, ihre Bandscheiben sind auch wie vom Mitte-20-Jährigen, obwohl... Nicht ohne Grund wahrscheinlich. Oder ja, vielleicht war nicht so, aber natürlich kommt es auch darauf an, dass man richtig trainiert. Also ich sehe auch viele im Sportstudio, die so trainieren, dass ich genau weiß, machen ihre Gesundheit kaputt, weil sie schnelle, explosive, ruckartige, falsche Bewegungen ausführen. Ja. Ich habe halt immer langsam kontrolliert die Bewegung ausführt. Ich habe auch mal Verletzungen. Ich bin an den Sehnenansätzen sehr empfindlich. Das heißt, ich habe immer mal wieder, ob das jetzt in der Schulter die Sehne ist oder hier am Bein die Sehne. Ja. Gelenkschmerzen hatte ich noch nie, Bandscheiben auch nicht. Aber an Sehnen, das bleibt nicht aus. Das ist bei jedem Sport, ist es der Fall. Aber jetzt keine schlimmen Sachen. Und das Schöne finde ich beim Kraftsport, dass es ja nur von dir abhängt, ob du dich verletzt oder nicht. Jetzt beim Fußball oder so, beim Handball, da kommt irgendeiner und fault dich oder stellt dir ein Bein und das kannst du nicht beeinflussen. Und beim Kraftsport, da ist, ich kann eher das akzeptieren, wenn ich sage, okay, war ja meine eigene Schuld. Ja, ist auch nachgewiesenermaßen so tatsächlich, dass man sich im Kraftsport durchschnittlich weniger verletzt als im Ballsportarten. Klar, ja. Ja. Also ich hatte mal eine Freundin, die hat so profimäßig Handball gespielt, die war erst Ende 20, bei der war ja alle Knochen schon mal gebrochen oder so, war alles kaputt. Oder eine andere Freundin von mir, die reitet, also da gab es kaum einen Knochen, der nicht schon mal gebrochen war. Ja, da ist es doch im Vergleich dazu. Aber klar, kann man auch im Bodybuilding, wenn man über viele Jahre, wie bei mir jetzt fast ein halbes Jahrhundert, dann doch, ich mache halt manche extremen Sachen nicht, die auch für Muskelwachstum nicht notwendig sind, zum Beispiel so diese Einmalwiederholung, wie oft schaffe ich einmal Bankdrücken, ja, ich brauche das nicht, um anzugeben, ich brauche es auch nicht für mich, ich weiß, dass man sich bei sowas schneller verletzt, als wenn du halt 8 Wiederholungen machst, ja, deswegen mache ich solche Einmalwiederholungen zum Beispiel nicht. Ja, Herr Ziedelmann, hast du noch eine Frage? Eine letzte Sache, das ist mir noch unter den Fingernägeln gebrannt, weil Sie vorhin darüber gesprochen hatten, dass Sie in sämtlichen Bereichen 99% oder besser als 99% Ihrer Mitmenschen sein wollen. Nein, nicht in sämtlichen, nur in denen, die mir wichtig sind. Die ich für mich als wichtig. Das wäre ja anmaßend, wenn ich das sage. Also in den allermeisten Sachen, da bin ich ja unterdurchschnittlich. Ich verstehe unterdurchschnittlich viel von Kunst, ich verstehe unterdurchschnittlich viel von Literatur und also es gibt ganz viele Sachen, da bin ich auch unterdurchschnittlich, aber das sind halt, ich habe jetzt von denen Feldern gesprochen, die für mich wichtig sind. So. Okay, dann die Bereiche, die Ihnen wichtig sind, da 99% oder besser zu sein als 99% Ihrer Mitmenschen. Gab es dann auch mal Phasen, als Sie das noch nicht erreicht haben, weil es ja schon ein sehr hoher Anspruch, was ja an sich gut ist, aber oftmals ist ja auch so der Punkt, dass man vielleicht, wenn man sich Ziele oder Erwartungen zu hoch steckt, dass es dann eher lähmend wirkt oder man denkt, na, werde ich eh nicht erreichen oder wie sind Sie da damit umgegangen? Nee, also das glaube ich nicht, zumal ich immer alle Sachen sehr langfristig angehe. Also ich bin ein Mensch, der jetzt, ich glaube, alles, was es wert ist im Leben, erreichst du nicht in 3 Monaten oder im halben Jahr. Du kannst nicht eine Doktorarbeit mit Summa Cum Laude Abschluss im Fach wie ich in 3 Monaten machen. Das ist eine Sache, die in der Regel Jahre dauert. Ja, du kannst auch nicht einen guten Körper in 3 Monaten entwickeln. Ja. Du kannst auch nicht reich werden jetzt
in ein paar Monaten, es sei denn, du mit jetzt irgendwelchen kurzfristigen Spekulationen, aber die verlieren es dann auch wieder oder im Spielcasino oder so vielleicht. Ja. Das heißt, das sind ja alles Sachen langfristig und das ist ja auch das, was mir Spaß macht, dass man halt eine Sache, die langfristig angelegt ist, darauf dann zuarbeitet und da gab es jetzt diese Zweifel nicht bei mir. Das, also wenn ich jetzt mir ist ja auch kein so ambitioniertes Ziel, 99% der Mitmenschen. Ich sage ja nicht, das wäre natürlich anders, da hätte ich auch meinen Zweifel, ich will reicher sein als jeder auf der Welt. Ja, da könnte ich auch selbst nicht dran glauben, zum Beispiel. Ja. Und ich sage auch, ich habe die beste Figur von allen auf der Welt, da könnte ich es auch nicht dran glauben. Ja. Aber 99%, das ist ja nur, du nimmst 100 Leute und sagst dann, ich bin besser als die anderen. Und das ist ja jetzt auch nicht so unrealistisch, wie wenn einer sagt, was weiß ich, ich will der Beste auf der Welt sein in irgendeinem Bereich. Mhm. Ja, okay. Also für sich so die Bereiche ausmachen, die einem wichtig sind und dann eben dranbleiben. Da hatten wir es ja vorhin schon, das Zitat von dem Bodybuilder, von dem Sie gesprochen hatten, und einfach durchziehen und das ist so das Erfolgsgeheimnis dann. Ja, die meisten Menschen, die unterschätzen die Wirkung von langfristigen Dingen. Also wenn du langfristig jetzt zum Beispiel, sagen wir, wenn du jeden Tag jetzt 3 Tafeln Schokolade isst, ja, das wird jetzt nicht in 3 oder 4 Tagen dich fett machen, aber wenn du das jetzt mal über 10 Jahre machst, da wirst du fett werden. Und wenn du jeden Monat zum Beispiel 10% sparst von dem, was du verdienst und dann nochmal 50% von jeder Gehaltserhöhung sparst und wenn du das aber mal über 10, 20, 30 Jahre machst, da wirst du da eine Menge Geld haben. Und wenn ich jetzt so eine Gewaltaktion, ich mache jetzt 3 Monate, gehe ich ins Sportstudio und so, ja, nee, da wird auch nichts groß bei rauskommen. Wenn du das über Jahre, Jahrzehnte machst, ja, und da musst du keine Gewaltaktion machen, aber dass du jeden, also du hast ein Ziel und dann ist der Tag und du machst jeden Tag irgendwelche Dinge, die dich deinen Zielen näher bringen. Das müssen nicht muss immer ganz viel sein, aber immer ein bisschen was gemacht, was dich dem Ziel näher bringt. Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz gute abschließende Worte, bevor ich dann Tobi das Schlusswort noch übergebe. Auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für das nette Gespräch, für den guten Austausch, waren gute Punkte. Auch für uns ist es immer natürlich schön, solche Persönlichkeiten dann zu interviewen, wo wir selber noch dran wachsen können. Und ja, vielen Dank meinerseits. Danke Ihnen. Ja, von mir die gleichen Worte. Ich hätte es jetzt auch abgerundet. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Sehr schön abgerundet das Ganze. Und ja, Herr Zillmann, vielen, vielen Dank.